Ich dachte, mittlerweile bin ich vielleicht Zeit für das Biss und viel Zeit für den Trip. Ist halt meine Zeit mit meiner Art in Hip-Hop ist. Aber bestreit ich es? Viele erkennen nur den Ernst meiner Texte und achten auf die Stimme, denn ich gebe mich zum Besten und schreibe Geschichten heraus, sehr tief aus meiner Seele, und kehre aus mir heraus und erzähle, wie es mir geht. Andere kennen sich selbst, spiegeln sich wieder und ich finde es schön. Bloß komponiere nicht nur für mich ein Teil meiner Texte oder Lieder, sonst würden sie gar nicht erst entstehen. Es sind die Situationen im Leben, die ich kann sie nicht einfach hinnehmen, denn sie bilden klare Sicht wie Nebel. Ich kann ja nicht sehen, ich kann damit nicht leben. Alles tut sich darum drehen. Ich manifestiere und löse für mich Dinge wie zum Beispiel ein Problem. Geht es um Hass, Liebe oder einen Kraftaustausch, sind das die Filme, die ich schiebe, das Drehbuch, das ich schreibe, weil ich mich in ihn vertiefe. Hier bin ich nie alleine. Oh yeah. You have to say Zazen. It could be the most important thing you ever do in your life. Verwende Überlegung, gerinderte Menschenlähmungen, Zweifel auch du. Denn nur du weißt, was man tut, also wäre es ne schöne Eindruck gefällt, sollten gern in welcher Hinsicht so zu gestalten, als wäre es deins und keiner es so hinkriegt. Ob es optisch gesehen akustisch schwingt oder akustisch gesehen optisch klingt, ob es drauf ankommt, in welcher Form auch immer es beim Rap zu schreiben, denn Leute sagen, der Rap schon sei behindert, aber es ist nicht so, ich sehe es nicht so. Jeder steckt voller Ideen, man muss nur sein Medium für ihn versuchen, es zu verstehen. Angefangen über Gefühle zu reden, offen sein ist Mitteln, Emotionen, Leuten gehen, man wird sehen, ob es bringt, in Gesichte zu rappen. Meine versteckten Facetten, nur ich alleine kann versuchen, sie zu erwecken. Versteh ich nicht, dass du ein Wecker für das Jetzt, für das Gegenwärtige, für das, was noch kommt, für das, was mal war, für mich selbst, bestimmte Dinge, die du sagst. Zazen. It could be the most important thing you ever do.